काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शंभो शंभो महादेवाय योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शंभो शंभो महादेवाय योग योग योगे ईश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शंभो शंभो महादेवाय योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूते ईश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शंभो शंभो महादेवाय फकीरी फिर क्या दिलगिरी सदा मगन में रहना जी फकीरी फिर क्या दिलगिरी सदा मगन में रहना जी राजा और
और भिखारी में दोनों की सांसें कटी हैं समय की तेज कटारी ने। अपनी ही रफ्तार में हरदम समय का पहिया चलता जी, कोई दिन महलान कोई दिन से जा कोई दिन खाक बिछाना जी। करना फकीर फिर क्या दिलगीरी सदा मगन में रहना जी। कुछ भी पाए गर्व न करिए दुनियानी जानी है, कुछ भी पाए गर्व न करिए दुनियानी जानी है। तेरे साथ जहाँ से तेरी परछाई भी जानी है। सबको अपना प्यार बांटना मीठे बोल बोलना जी, कोई दिन मेला कोई दिन अकेला कोई दिन खत्म जमेला जी। करना फकीर फिर क्या दिलगीरी सदा मगन में रहना जी। Namaskaram, wo auch immer ihr seid. Nun, es hat einen wunderbaren Wolkenbruch. Es ist wahrscheinlich mehr als 2 Monate her, dass es so geregnet hat. Letzte Nacht hat es geregnet. Alles sieht hier draußen frisch, grün und wunderbar aus. Ich wünschte, ihr wärt auch hier. Aber wenn ihr jetzt kommt, müsst ihr 28 Tage in Quarantäne gehen. Das ist der Standard im Isha-Yoga-Zentrum. Also kommt nicht jetzt. Gestern Nacht sind die noch rohen Mangos, alle, die nicht die nötige Kraft hatten, sich am Baum festzuhalten, sind abgefallen. Diejenigen, die den gestrigen Regen überlebten, werden reif werden. Nein, ich spreche nicht von Mangos. Das ist die Natur des Lebens. Will you fall off because you're tired? Wirst du abfallen, weil du müde bist? Wirst du abfallen, weil du dich langweilst? Wirst du aus Schwäche oder Mangel Konzentration abfallen? Oder wirst du abfallen, wenn du reif bist? Das ist ein großer Unterschied. Eine Frucht sollte fallen, wenn sie reif ist. So sollte es auch mit den Menschen sein. Du solltest dich vom Leben verabschieden, wenn du voll reif bist. Nicht auf dem halben Weg wegen Krankheit oder wegen eines Virus oder wegen der Härte des Lebens oder weil man sich zu Tode gesorgt hat. Well, heute ist zufälligerweise auch der Weltgesundheitstag. Und die Pandemie tanzt über den Planeten und fordert einen enormen Tribut. Einige Länder sind wirklich betroffen, andere warten darauf, getroffen zu werden. Einige kämpfen mit der Eindämmung, andere haben aufgegeben und schauen zu Gott hinauf. Man muss verstehen, wenn du ausgelassen, freudig und wunderbar bist, wird dein Immunsystem viel besser funktionieren, als wenn du besorgt und verzweifelt bist. Das ist eine einfache Sache. Nun, werden wir in der Lage sein, dieses Virus hundertprozentig einzudämmen, wenn es davor, unsere Häuser und unsere Körper einzudringen, ist daran zu hindern?
Das wissen wir nicht, wir versuchen es. Aber so viel können wir tun, dass wir dynamisch bleiben wie das Virus. Es ist sehr dynamisch, es macht seine Arbeit wirklich gut. Wir müssen unsere tun, und zwar sehr gut als menschliche Wesen. Eine grundlegende Sache ist es, dieses Leben überschwänglich und lebendig zu halten. Es kann sich in Form von Freude, in Form von Liebe, in Form von Meditation oder ultimativer Stille ausdrücken. Aber dieses Leben sollte in einer Zeit wie dieser immer überschwänglich und nicht depressiv gehalten werden, zu allen Zeiten. Aber jetzt wird es eine Konsequenz haben, eine positive oder negative Konsequenz, je nachdem, wie du drauf bist. Natürlich wird es Menschen geben, die sagen, das ist keine Wissenschaft. Natürlich. Es gibt keine Definition dessen, was Freude ist, was gesund ist, in einem wissenschaftlichen Buch, aber die Menschen sind fröhlich und die Menschen sind gesund, zumindest einige sind es. Andere geben Kommentare dazu ab. Das ist in Ordnung. Aber das ist etwas, was jeder von euch gerade jetzt anstreben muss. Besonders jetzt, da ihr nicht viel Arbeit zu erledigen habt. Wir haben viel Arbeit. Nur, dass wir nicht reisen. Aber diejenigen von euch, die zu Hause sind, weil euer Büro, das Geschäft oder andere Dinge geschlossen sind, ich weiß, dass es wirtschaftliche und verschiedene soziale Folgen hat, lasst das jetzt beiseite. Denn Wirtschaft, Gesellschaft und viele andere Strukturen in der Welt sind alle für das Wohlergehen dieses Lebens geschaffen. Halte es wohl auf, lebendig, überschwänglich und fröhlich. Die Fähigkeit deines Körpers, wenn schon nicht abzuwehren, so zumindest kämpfen zu können, wird in einem viel besseren Zustand sein. So viel muss jeder tun. Der Rest ist verschiedenen Situationen überlassen. Nicht nur über dich, sondern wie sich alle anderen verhalten, wird dich auch beeinflussen. Also all das liegt vielleicht nicht hundertprozentig in deiner Hand, aber dich gesund zu halten, dich so lebendig zu halten, wie es nur geht, ist das Wichtigste. Das musst du tun, denn es liegt in deinen Händen. Most important. This you must do because this is in your hands. Schau, hier draußen sieht alles fantastisch aus, aber der Welt geht es nicht gut. Zumindest den Menschen geht es nicht gut. Nun, eine gewisse Anzahl von Menschen ist bereits krank. Leider sind in einigen Ländern führende Politiker in der Nation betroffen. Besonders in Großbritannien. Unglücklicherweise wurde der Premierminister auf die Intensivstation verlegt. Das ist nicht gut, denn das könnte eine enorme depressive Stimmung in der Nation auslösen, wenn sie sehen, dass die Führung an der Spitze in gewisser Weise untergeht auf eine Weise. Das könnte die ganze Nation beeinflussen. Es ist sehr wichtig, dass die Führungspersönlichkeiten gesund bleiben und eine Inspiration für alle bleiben. Aber leider ist es passiert, leider ist es in einigen Ländern eingetreten, das ist ein bisschen extrem geworden. Sogar die Tiger im Zoo bekommen es. Nun, das bringt eine weitere Dimension in das ganze Virusgeschehen. Bis jetzt versuchte jeder zu glauben, hat sich sehr bemüht zu glauben, es sei nur von Mensch zu Mensch. Es würde auf keine Art andere Art geschehen. Nun, jene, die mit den Haustieren spielen, Haustiere machen Menschen glücklich. Nun wird auch das verdächtig. Denn dein Hund wird zu einem verdächtigen Charakter, deine Katze gehört definitiv zur Familie der Großkatzen. Nun, da der Tiger, einer der wildesten Katzen, die man auf dem Planeten finden kann, oder die wildeste Katze, die man finden kann, hat angefangen zu husten. Das bringt eine ganze neue Dimension mit sich.
Wenn Tiere um uns herum anfangen, es zu bekommen, nun, was wir den Menschen nicht antun können, werden wir anfangen, den Tieren anzutun. Viele von ihnen werden eingeschläfert werden. All diese Probleme werden kommen und die Menschen werden unter all diesen Dingen leiden. Ich sage, es gibt viele, viele Dimensionen. Wir wissen nicht, wie es sich auswirken wird. Aber gleichzeitig haben wir immer wieder gesagt, dass wir es durch bewusstes, verantwortungsvolles Handeln eindämmen können. Natürlich können wir es nicht verhindern. Wir können es verlangsamen. Aber wenn ein Fahrzeug schnell bewegt, wird es sein Ziel schnell erreichen. Wenn es langsam bewegt, wird es lange dauern. Im Moment verlangsamen wir es. Nun, einige Staaten des Landes in Indien haben diese Haltung bereits eingenommen. Auch ohne eine Richtlinie der Zentralregierung haben sie von sich selbst aus beschlossen, die Sperre zu verlängern. Vielleicht mit leichten Modifikationen, aber sie werden die allgemeine Abriegelung verlängern. Insbesondere der Aspekt des Reiseverkehrs und der Aspekt des Massentransports werden mit Sicherheit bestehen bleiben. Ich bin mir sicher, dass im richtigen Moment wird dies auch von der Zentralregierung auskommen. Ich will damit sagen, dass viele von uns noch länger an ihr Zuhause gebunden sein werden, es sei denn, du bist einer bestimmten Art von Tätigkeit oder Industrie tätig. Es ist also Zeit, dass du in dein Wohlergehen investierst, das Wohlergehen dieses Lebens. Denn unsere Arbeit, unser Reichtum, unser Geschäft, unsere sozialen Interaktionen waren alle schließlich im Wesentlichen auf das eigene Wohlbefinden ausgerichtet. Konzentrieren wir uns also darauf, denn menschliches Wohlergehen, dein Gefühl des Wohlbefindens kommt, weil du friedlich, freudig und liebevoll bist und dich wunderbar fühlst. Das ist Wohlbefinden. Und alle menschliche Erfahrung kommt aus deinem Innern. Dies ist die Zeit, um diesen Aspekt zu verstehen und zu beherrschen. Es gibt bereits viele Aspekte, die zur Verfügung stehen. Was wir direkt übermitteln können, kann im Moment nicht getan werden. Aber welche Unterstützung wir auch immer online geben können, es gibt schon einige. Wir können noch viele mehr anbieten. Wenn du irgendwelche speziellen Bedürfnisse hast, können wir das tun. Aber das Wichtigste ist, nutze diese Zeit, weil vielleicht wirst du nie wieder eine andere Zeit wie diese bekommen. Ich hoffe, dass du sie nicht bekommst, außer du entscheidest dich bewusst. Nie wieder in deinem Leben kommst du vielleicht 4 oder 6 oder 8 Wochen Zeit bekommen, nur für dich selbst. Dies geschieht nur im Leben ernsthaft spirituell Suchender. Jetzt haben fast 2/3 der Welt diese Möglichkeit. Das ist eine gute Zeit. Nun, das ist die Wahl, die wir haben. Das ist, was die Welt uns entgegenwirft, ist nicht immer unsere Wahl. Was wir daraus machen, ist zu 100% unsere Entscheidung. Das sollte eine Zeit der Regenerierung werden. Dies sollte eine Zeit der Wertsteigerung deines Lebens werden. Dies sollte eine Zeit werden, in der du wirklich die Qualität dessen, wer du bist, als Leben, als ein Wesen und auch als eine Person erhöhst. Lasst uns dies wahrmachen. Sadhguru, diese Frage kommt von Maya. Lieber Sadhguru, ich habe einmal eine französische Redewendung gehört, das sich so übersetzen lässt. Eine Diktatur der Weisen ist besser als eine Demokratie der Idioten. Was sind deine Gedanken hierzu? Wenn du in der Situation wärst, eine Nation zu regieren, würdest du dich dafür entscheiden, ein weiser Diktator zu sein? Maya bedeutet Illusion. So. Lass mich zuerst eine Sache verneinen. Ich habe nicht vor, irgendeine Nation zu regieren. Ich dachte an die Welt. Nicht um zu regieren, sondern um zu inspirieren. Because denn
only one, nur jemand, dessen Lebensweise nicht von Natur aus inspirierend ist, wird daran denken, über Menschen zu regieren. Ich habe nie daran gedacht, Menschen zu regieren, weil ich denke, es ist zu grob. Nun, können wir die ganze Welt inspirieren? Sadhguru, du hast selbst zugegeben, dass du ein Versager bist. Ja, das bin ich. Können wir die ganze Welt inspirieren? Einige Menschen müssen regiert werden. Vielleicht ist es im Moment wahr, aber es muss nicht so bleiben. Bist du ein hoffnungsloser Optimist? Nein, das bin ich nicht. Aber ich weiß, dass ein Mensch eine Möglichkeit ist. Nun, die Zeit der Behandlung, die für mich nötig war, war etwas lang. Aber ich weiß, was für ein Mensch ich war und wie ich heute in mir bin. Wenn ich also verwandelt werden konnte, bin ich sicher, dass du das auch kannst, ja? Und ich bin sicher, jeder kann es. Das einzige Problem ist, dass einige Menschen viel in ihre eigenen Glaubenssysteme, ihre eigenen Schriften, ihre Ideologien investiert haben. An den Himmel gebundene Menschen . Ich möchte Sie nur informieren. Obwohl alle Massentransporte in der Welt weitgehend eingestellt sind, ist der Transport in den Himmel nicht eingestellt. Ich informiere dich nur. Diejenigen, die glauben, dass dies kein guter Ort zum Leben ist, dass es woanders einen besseren Ort zum Leben gibt, das sind die einzigen Menschen, die lange brauchen, um sich zu verwandeln. Sehr schwierig, sie zu inspirieren, weil nur ein Fuß ist hier, ein anderer Fuß ist dort oben. Nur ein Ohr ist hier, das andere Ohr ist dort. Sie erfinden Dinge, die sie nicht hören. Deshalb kann Inspiration in die richtige Richtung viel länger dauern. Ansonsten ist diese Viruszeit eigentlich eine gute Zeit, weil der Virus dich daran erinnert. Ich weiß, weißt du, ich habe ständig davon gesprochen und dich an deine sterbliche Natur erinnert, aber sieh dir die Effizienz des Virus an. Ich habe 38 Jahre gebraucht und ich habe vielleicht fast 1 Milliarde Menschen davon überzeugt, dass du sterblich bist. Aber auf einen Schlag in 2 Monaten? Ich habe nicht die Effizienz des Virus. Aber das Virus hat diese Arbeit geleistet. Es hat uns daran erinnert, wie zerbrechlich und sterblich wir als Leben sind. Lasst uns das gut nutzen. Denn wenn du nicht weißt, wenn du das nicht weißt, in der yogischen Kultur war der erste Schritt im spirituellen Prozess vor der Initiierung immer, dass der Suchende oder der Sadhaka eine gewisse Zeit auf dem Krematorium verbringen sollte. Du wirst Shiva selbst immer so auf dem Krematorium sitzen sehen, denn die Idee ist, die grundlegende Realität, dass man sterblich ist, in sich aufgehen lassen. Warum ist das so wichtig? Es ist das Wichtigste überhaupt, weil du eine begrenzte Menge an Zeit hast. Das ist, was Sterblichkeit bedeutet.
Sonst denkst du in deinem dummen Verstand weiter darüber nach, was werde ich morgen tun, was werde ich übermorgen tun, was werde ich am nächsten Tag, als ob du für immer hier sein wirst. Wenn du dich beim Krematorium hinsetzt, wird ein Körper nach dem anderen, die alle so aussehen wie du, sie werden zu Asche verbrannt. Eine Beerdigung wird das nicht für dich tun, denn du wirst dir vorstellen, dass sie dort unten sind und etwas tun werden. Die Einäschung macht das sehr deutlich. Es macht dir bewusst, dass du sterblich bist. In gewisser Weise muss also dieser erste Teil des Sadhanas, den die yogische Kultur von allen verlangte, jetzt leider in einer Form der Pandemie wie heute geschehen, damit die Menschen erkennen, dass ihnen aufgeht, dass viele Menschen, die sich für unsterblich hielten, reich und arm, anfangen. Arme sind sich immer im Allgemeinen bewusst darüber. Es sind die Reichen, die sich immer für unsterblich halten. Denn in der Behaglichkeit der vier Wände ist man nicht einmal ein Leben. Man ist einfach konserviert. Wenn man ständig innerhalb der vier Wände lebt, bekommt man die falsche Vorstellung, dass man für immer erhalten bleibt. Eines Tages, für die meisten von euch eines Tages oder eines Nachts, sagen wir mal bei rauem Wetter, ich weigere mich, das Wort schlechtes Wetter zu benutzen, das kommt aus der englischen Kultur. Wir haben kein schlechtes Wetter. An manchen Tagen ist das Wetter heftig und fantastisch. Wie gestern Abend, als es in Strömen regnete, verbinde ich eine solche Nacht im Wald. Ich habe schon viele verbracht, eine Nacht, die du so verbringst. Es wird dir sehr deutlich vor Augen geführt, was für ein zerbrechlicher Wurm du bist. Würmer wissen, wie sie überleben können. Du wirst es nicht. Du wirst mit all deinem Verstand kämpfen, wie zurechtzukommen. Du hast keinerlei Ausrüstung. So bin ich in den Dschungel gegangen, ohne irgendwelche Ausrüstung. Nur meine HMT-Uhr. Die Industrie selbst ist jetzt, glaube ich, geschlossen. Das verdammte Ding hat sich innerhalb von 5 Minuten des Regens beschlagen, kann nicht einmal die Zeit sehen. Man kann nicht die Sterne lesen, man kann nicht fühlen, ob die Sonne aufgeht oder nicht aufgeht, weil es bedeckt ist und gießt. Dann versteht man, dass man die Richtung nicht kennt, weil alles, man ist fast blind, was die Richtung angeht. Also entweder dreht man sich immer im Kreis oder man versucht, sich an einem Ort zu setzen. Und man sieht die Würmer, die Insekten und natürlich die Elefanten und die Tiger. Und sie sind alle gut ausgerüstet. Sie kommen alle zurecht. Du bist das einzige Lebewesen, das wirklich darum kämpft, seinen Platz zu finden. Es ist klar und deutlich zu erkennen, wie zerbrechlich du bist. Ein Fehler, du wirst keinen Sonnenaufgang erleben. Ein Fehler, du wirst keinen Sonnenaufgang sehen. So ist es. Wenn man also in der Behaglichkeit von vier Wänden lebt, haben die meisten Menschen das Gefühl, dass sie, wie wenn sie konserviert werden, denn in einer Kiste fühlt man sich so. Der Platz der Leichenverbrennungen und dann die Wälder waren also zwei Instrumente, die in der yogischen Kultur immer als Mittel benutzt wurden, dir dies deutlich zu machen. Denn wenn einer ein echter spiritueller Sucher werden soll, so ist das Wichtigste, dass du weißt, dass du nur eine begrenzte Zeitspanne hast. Aber die Menschen sind listiger als das. Sie haben angefangen, über ein ewiges Leben anderswo zu sprechen. Nun, in Indien kam man auf die Idee, ich werde weitere 100 Leben wiederkommen. Nun, die Menschen versuchen in ihrem Kopf Wege zu finden, wie sie mehr als dieses Leben sein können. Es gibt Wege, mehr als dieses Leben zu sein, aber nicht psychologisch. Du kannst dir nicht etwas ausdenken, so wird es nicht funktionieren. Selbst wenn du glaubst, dass du in den Himmel kommst, wenn dir jemand eine Waffe auf deinen Kopf richtet, wirst du zittern. Du müsstest ekstatisch sein, du kommst in den Himmel. Aber so etwas wird nicht passieren, denn das Leben weiß es. In deinem Kopf kannst du dir alle möglichen Unsinn erfinden, aber das Leben in dir weiß,
dass wenn es die Hülle dieses Körpers verlässt, dann, was ist das Nächste? So, Inspiration. Also Inspiration. Wer auch immer der Franzose war, der das gesagt hat, definitiv, wenn ein Weiser oder eine Gruppe von Weisen, wie es in der Redewendung heißt, den Planeten regieren würde oder die Nation, wäre es definitiv besser, als wenn eine Art, alle Arten von Trottel regieren. Aber wäre diese Gruppe von Weisen Diktatoren? Wenn sie Weisen sind, werden sie keine Diktatoren sein. Denn ein Weiser zu sein und diktatorisch zu gebieten, wird nicht zusammengehen. Wenn sie Weise sind, wenn es so viele von ihnen in Frankreich gibt, ich weiß nicht, wie man so viele in Frankreich finden würde, würden sie inspirieren. Schau, Veränderungen haben sich in Frankreich aufgrund einer inspirierten Revolution ereignet. Vielleicht keine Weisen, vielleicht Arbeiter, aber Inspiration. Nicht wegen der Diktatur, aber heutzutage hat die Demokratie, die eine fantastische Idee ist, ihre Probleme. Denn langsam haben die politischen Parteien, einzelne Menschen, diejenigen nach Macht streben, den Mechanismus verstanden. Ich glaube, besonders in den letzten 20, 25 Jahren haben sie die Mathematik und den Mechanismus des Wahlsiegs verstanden. Was nicht mehr demokratisch ist. Es wird zu einer Art, professionellem Expertisenwissen, wie man die Zahlen handhabt. Aber es ist immer noch ein besserer Weg. Im Wesentlichen Demokratie und Diktatur, Demokratie und Monarchie, Demokratien gegen Diktaturen. Es ist der nützlichste Aspekt der Demokratie, dass man die Macht ohne Blutvergießen auf den Straßen wechseln kann. Und sie ändert sich ständig. Das ist sowohl ein Plus als auch ein Minus. Meistens gibt es keine Kontinuität in den Bemühungen für den Aufschwung der Nation, denn alle 4, 5 Jahre, wenn sie wechselt, will eine Gruppe von Menschen das, was eine andere Gruppe von Menschen gemacht hat, wieder rückgängig machen. Wir haben dies in der ganzen Welt gesehen. Und deshalb haben sich viele Desaster zugetragen. Aber trotzdem muss man diese, wer auch immer gewählt worden ist, nur maximal 5 Jahre lang ertragen. Ich glaube, einige Regierungen haben 6, 4, 5, 6, das ist alles. Aber wenn du einen Diktator oder einen Monarchen bekommst, musst du sie 25 bis 30 Jahre lang ertragen. Zumindest gibt es einen Szenenwechsel. Das ist das Beste an der Demokratie. Die nächste Frage kommt von Kudeshwaran. Namaskaram Sadhguru. Wir haben in der Außenwelt wiederholt gesehen, dass die Menschen nicht zuhören und nicht einmal die Grundregeln befolgen. Wie ist alles in Isha so perfekt? Und wie befolgen die Menschen die Schritte, die ihnen gegeben werden? Wer sagt, dass sie perfekt sind? Für mich ist es sehr magisch. Kannst du etwas Licht darauf werfen? Sie. Alles, was du nicht tun kannst, wenn es ein anderer tut, wird es magisch oder fantastisch oder göttlich oder was auch immer aussehen. Nehmen wir an, jemand würde auf Wasser gehen. Das wäre magisch. Das wäre göttlich oder zumindest der Sohn Gottes.
Ebenso, weil du noch nie jemanden gesehen hast, der das tut, und du selbst könntest das nicht tun. Sagen wir, niemand würde wissen, wie man in der Welt schwimmt. Plötzlich würde eines Tages ein Mann in den Fluss springen und durch den Fluss schwimmen. Würde es magisch aussehen? Würde es göttlich aussehen? 100%. Nun, wenn man mit nur ein klein bisschen gesundem Menschenverstand lebt, nicht mit absoluter Einsicht, sieht ein kleines bisschen gesunder Menschenverstand für dich magisch aus. Ich kann mir vorstellen, in was für einer Atmosphäre du lebst. Die Menschen hier sind nicht perfekt. Sie streben danach, besser zu sein. Nur wegen dieses Strebens stehen unsere Freiwilligen überall, nicht nur im Yoga-Zentrum. Sie stehen abseits von der Menschenmenge, einfach weil es ein Streben nach Besserem gibt. Das ist alles, was du in deinem Leben hineinbringen musst. Niemand erwartet, dass du perfekt sein musst, aber strebst du danach, besser zu sein? Das ist wichtig. Solange du danach strebst, besser zu sein, wird das Leben immer besser werden. Vergiss das Leben. Du wirst anfangen. Du wirst langsam besser und besser und besser und besser werden. Und wenn du immer besser und besser und besser wirst, wird alles um dich herum besser sein. Das ist alles, was es ist. Aber vielleicht kommt diese Frage wegen der wenigen unverantwortlichen Dinge, die einige wenige Menschen auf der Welt, vor allem in diesem Land, tun. Vielleicht ist das ein Grund, warum die Frage kommt, aber wir müssen auch anerkennen, dass die Mehrheit der Bevölkerung dieses Landes gerade jetzt die Anweisung befolgt und eine wunderbare Arbeit leistet, um das Virus oder die Verbreitung des Virus zu verlangsamen. Wenn in den Ländern wie den Vereinigten Staaten, wo es ein Viertel der Bevölkerung und dreimal so viel Land wie bei uns gibt, wild wie ein Lauffeuer geht, ich glaube, die Zahl der Todesopfer hat 11.000 überschritten. Unsere Sterblichkeitsrate liegt immer noch gerade bei über 100. Ist es gerade bei 100 oder noch nicht? Es hat gerade 100 überschritten. Mit 1,4 Milliarden Menschen, mit einem Drittel des Landes und viermal der Bevölkerung. Offensichtlich müssen wir den Bürgern und der Führung gratulieren. Also lass uns nicht sie alle so schlecht reden. Vielleicht benehmen sie sich in deiner Nähe etwas schlecht. Koteshwaran, denn dein Name sagt, du hast Millionen. Koteshwaran bedeutet, dass einer Unmengen Geld hat. Vielleicht teilst du es nicht, sodass sie mit dir böse sind. Du musst auch verstehen, wenn das ist etwas, was ihr alle bitte in euer Leben bringen solltet. Wenn du plötzlich feststellst, dass sich die Menschen um dich herum ein wenig schlecht benehmen, wenn du zum Beispiel auf der Straße gehst, will sogar ein Straßenhund kommen und dich beißen, wenn so etwas passiert, musst du anhalten und nachsehen, was stimmt mit mir nicht. Du musst. Glaub nicht, dass jeder auf der Welt verrückt geworden ist. Wenn du feststellst, dass die Menschen ständig auf dich reagieren und dir böse Dinge antun, musst du anhalten und nachsehen, warum passiert mir das? Das ist sehr, sehr wichtig. Wenn du das nicht tust, gibt es keinen Raum für Transformation. Vielleicht musst du deine Millionen teilen, Koteshwaran. Wenn du Millionen hast, dann brauche ich dich jetzt auch gerade. Weil wir denken darüber nach, wie wir die Freiwilligentätigkeit in der Viruszeit ausbauen können. Wenn du also Kohle hast, brauchen wir dich auch. Die nächste Frage kommt von Mira.
Ich bin eine Devi-Anhängerin, aber ich kann den Ashram jetzt nicht mehr besuchen seit der Abriegelung. Ich fühle mich die ganze Zeit sehr ängstlich. Gibt es eine Möglichkeit, Devis Anmut täglich anzurufen? Nun, was als Devi konsekriert ist, ist eine physische Form. Das Mulasthanam oder die Grundform ist hier. Aber wenn unser Einfluss nur auf den Tempel beschränkt wäre, ist sie nicht wert, unsere Zeit und Energie zu verschwenden. Ihr Einfluss ist nicht durch den physischen Raum bestimmt. Wo auch immer du bist, wenn deine Türen offen sind, ist sie verfügbar. Irgendwie, wirklich, du musst verstehen, es gibt zwei verschiedene Arten Bildern und zwei verschiedene Arten von Konsekrationen. Die eine ist nur ein Nachhall. Du kannst sogar dieses Gefäß zum Nachhallen bringen. Aber du kannst auf dieses Gefäß nicht von anderswo zugreifen, weil es einfach nachhallend ist, ohne Bestimmtheit der Absicht. Es hat keine Absicht und keine Intelligenz. Aber Konsekrationen, die so komplex sind wie die Devi oder vielmehr bei dem Dhyanalinga, sie sind nicht durch den physischen Raum begrenzt. Viele, viele Menschen. Das erste Mal geschah es in den Vereinigten Staaten. Ich glaube, es war erst das zweite Programm für Inner Engineering, das wir veranstalteten. Es gab eine Dame, die beteiligt war in allen möglichen Arten. Du weißt schon, bestimmte Arten von Arbeit von den karibischen Inseln. Sie war dabei, etwas mit ihrem Bleistift in dem Buch zu malen. Du weißt, wir haben ein Problem mit Menschen, die sich Notizen machen. Ich sagte, nein, du kannst keine Notizen machen, sei einfach bei mir. Sie schaut mich an, sie schaut nicht einmal das Buch an, sie schaut nur mich an und macht etwas mit ihrem Bleistift. Dann, am Ende der dreistündigen Veranstaltung, sagt sie, ich weiß nicht, warum das herausgekommen ist. Etwas ist dabei herausgekommen und das ist, du kennst die Form, die dabei herauskam. Ich wusste nicht, was passiert ist. Als ich dich ansah, versuchte ich, dich zu skizzieren, aber das ist, was sich herausgekommen ist. Es ist ein klares Bild des Dhyanalinga. Es muss noch irgendwo in unserem Archiv sein. Sie hat einfach das Bild von Dhyanalinga gezeichnet. Sie hat die ganze Seite mit ihrem Stift vollgekritzelt. Was nicht vollgekritzelt war, war nur die Form des Dhyanalinga. Genau. Genau die gleichen Proportionen. Aber sie versuchte, ein Bild von mir zu machen. Ich sage dir also, konsekrierte Formen sind nicht auf ihren physischen Raum beschränkt. Und wenn du ängstlich bist, du hast diese Wahl. Jeder von euch hat diese Wahl. Du kannst diesen Verstand nutzen, entweder um Wohlbefinden oder Elend für dich selbst zu erschaffen. Das ist eine Sache, die du für dich arrangieren musst. Du musst verstehen, wenn du dich gerade jetzt wunderbar fühlst, muss es wegen dir sein. Wenn du dich jetzt gerade schrecklich fühlst, dann ist es wegen dir. Andere Dinge mögen dich anregen, aber im Grunde genommen ist jede menschliche Erfahrung von dir, dir und dir allein verursacht. Wie sehr du dich von der äußeren Situation zum Versklaven lässt, hängt einfach davon ab, wie zwanghaft du reagierst. Wenn du sehr reaktiv wirst, ist das, was um dich herum ist, bestimmen, wie du im Moment bist. Wenn du eine bewusste Antwort auf die Welt, in der du lebst, bist, wird dein Wohlbefinden sehr stark in deinen Händen liegen. Die Gnade von Devi kann für etwas viel Höheres genutzt werden, als nur um deine Angst zu besiegen. Yoga, Yoga, Yogeshwaraya Bhur.
Bhuta Bhuta Bhuteshwaraya Kala Kala Kaleshwaraya Shiva Shiva Sarveshwaraya Shambho Shambho Mahadev.